Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part des Arena Battle 2. Wir befinden uns immer noch in Philips Run, den wir ja dieses Mal ausnahmsweise auf 3 Parts ausgeweitet haben. Zumindest für die Reihen Top 4. Das bedeutet, er hat die ersten 3 Top 4 Mitglieder bezwingen können. Das bedeutet René, Shark und Blocky. Auf den Kampf von Blocky kann ich mir aktuell nicht beziehen, weil ich den noch nicht aufnehmen konnte, weil da ein Fehler im Kampfcode war. Ihr habt den natürlich schon gesehen, deswegen lasst euch davon nicht stören. Ich kann mich nur nicht unbedingt darauf beziehen. Ja, unser Kampf ist sehr spannend gewesen und deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall die Live-Version. Guckt sie euch an, sie ist sehr lang geworden, aber ich werde dazu auf jeden Fall am Ende hier im live kommentierten Kampf nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, es ist wirklich ein geileres Erlebnis, wenn ihr euch den Kampf live anschaut. So, jetzt erstmal zu uns. Ich habe lange keinen Kampf von mir mehr nachkommentiert, wobei, glaube ich, gerade letztens erst. Wir haben einen Voltula mit dabei, keine Ahnung mehr, was das konnte. Wir haben unsere gute alte Gisela mit dabei, unser Porygon 2, unser Rotom, unser Voltrian und unser Blitzer. Das sind die kleinen Ganoven, die bei uns mit dabei sind. Und bei Philipp, das altgewohnte Team, zu Hause gelassen, hat er dieses Mal sein Kapokime. Sehr schade, hätte ich sehr gerne dabei gehabt hier. Wobei wir gar nicht so... Na doch, wäre schon ganz nett gewesen, wenn er das mitgenommen hätte. Aber war, denke ich mal, anzunehmen, dass er das nicht mitnimmt. So, wir drücken auf Play, let's go. Mal schauen, wie wir uns gegen Philipp schlagen. Seine Defensive hat ja bisher immer sehr gut standgehalten. Und man sieht schon, dass man mit guter Defensive auch gut weit kommen kann. Und ich finde, wie gesagt, nicht, dass es zu defensiv ist, sondern dass einfach ein, zwei Pokémon einen richtig guten Job machen. So, und jetzt kommt 3 Jam, I don't know, mit seinem Zupiris rein. Und ja, da werden wir gleich Bekanntschaft mitmachen, was das denn so für ein Zupiris ist. Erstmal ist es ein Mega-Zupiris. Ich glaube, das habe ich schon im Vorhinein angenommen. Aber die Frage ist natürlich, werden wir dagegen viel machen? Ich drücke auf den Voltwechsel und wir sehen, ja, der Schaden ist nicht so krass. Könnte also hier vielleicht tatsächlich eher speziell defensiv sein. I don't know. Und ich gehe direkt auf Rai, weil ich direkt weiter Druck machen möchte. Und wir sehen, er geht erstmal auf Genesung. Ich konnte natürlich nicht auf Klebenetz drücken, ne, weil ich erstmal gucken musste, ist das hier ein Mega-Zubiris oder nicht. Und ja, er geht jetzt raus, hat er einen Boden-Pokémon, er hat Nidoking, glaube ich. Ne? Er hat auch Lantern, womit er natürlich abermals meine Elektroattacken abwehren kann. Ist immer sehr nervig. Aber ich dachte mir, hey, ich kann ohne Probleme auf den Donnerblitz gehen. Wenn er jetzt rausgeht, dann ist es halt so. Dann ist das halt so, kann ich mitleben. Ich drücke jetzt auf den Spukball, weil ich mir dachte, ja, Lantern wird schon nicht so viel krasse Scheiße machen gegen uns. Aber wir sehen, der Spukball macht leider echt nicht viel Schaden. Und ich habe vielleicht auch mit der Toxin gerechnet, denn die war für uns natürlich auch noch sehr wichtig. Denn wir spielen ja hier einen Rasanzblitzer. Das bedeutet, da wir im Team nichts haben, was toxiniert werden darf oder kann, dass das unser Blitzer ist. Dass die Toxin abfängt und durch Rasanz bekommen wir einen Init-Boost, wodurch wir alles, sogar Wahlschall-User, outspeeden. Und das ist sehr wichtig für uns und kann sehr gut nützlich sein. So, wir sehen jetzt hier, Lantern geht auf den Horter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich einen Blättersturm mit drauf habe. Aber ich glaube auch, dass Philipp das nicht unbedingt herausfinden will, selbst wenn er auf plus 1 ist. Aber er will es herausfinden. Hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass wir den Blättersturm drauf haben. Drücken hier drauf und das reicht fast aus, um Lantern zu besiegen. Und Lantern geht hier, geht er auf Z-Horter? Weil das wäre er geht auf den Z-Horter, ja. Und das ist ziemlich dreckig, denn dadurch kommt er jetzt auf plus 2 in beiden Werten und ist gleichzeitig auch noch komplett wieder fit, wodurch unser Blättersturm, der jetzt auf minus 2 ist und er ist auf plus 2, halt echt nicht mehr so viel machen wird, außer wir bekommen einen Crit. Und deswegen muss ich das Ding toxinieren, was wir mit Granton, glaube ich, machen können. Und deswegen drücke ich aufs Toxin. Lantern muss fallen, weil das ist einfach eine defensive Bestie gerade, an der wir mit unseren Stab-Elektro-Attacken nicht vorbeikommen und auch unser Blättersturm nicht mehr viel machen wird. Er geht auch auf Toxin, misst aber hier. Und da dachte ich mir, okay, nicht so ganz cool. Ziehe jetzt Granton zurück und gehe, glaube ich, wieder auf Blitzer, einfach um hier Toxin wieder abfangen zu können. Ja, wir kriegen zwar Toxinschaden in der Runde, aber insgesamt ist es für uns ganz in Ordnung. Denn wir verlieren jetzt hier irgendwie 9 KP oder so, 8 KP sogar nur. Und Lanterns Toxin triggert eine weitere Runde weiter. Und so müssen wir das jetzt im Prinzip spielen. So ein bisschen ausdauern, was Lantern macht. Ich gehe mit 3 wieder raus, hoffe natürlich jetzt, dass kein Toxin kommt. Gehe aber auf Zäpfchen, weil das Pokémon ist, wo ich mit Toxin noch am ehesten leben könnte. Und wir sehen, dieses Lantern hat eine freaking Vitalglocke. Ich wusste, glaube ich, also mir war in dem Moment, glaube ich, nicht bewusst, dass es eine Vitalglocke haben kann. Dennoch geht er jetzt hier mit Lantern raus, was mich sehr stark verwundert hat, weil er war auf fucking plus 2. Wahrscheinlich, weil er das Klebenetz nicht rausbekommen wollte. Ich gehe hier aber tatsächlich auf den Käfergebrumm.
weil ich mir schon dachte, er könnte rausgehen in Zubiris. Deswegen Zäpfchen eigentlich ein sehr guter Wechsel gewesen, weil wir so immerhin dieses Lanthorn rausbekommen, was auf +2, +2 wahrscheinlich kaum noch aufzuhalten wäre. Und wir kriegen jetzt hier tatsächlich den Special Defense Drop. Ich weiß nicht, warum ich das auf Englisch sage. Den Spezialverteidigungsdrop. Und dadurch wird unser Käfergebrumm auf Dauer ziemlich guten Schaden machen. Ich gehe jetzt aber mit Zäpfchen raus. Vielleicht, weil ich einen Wechsel predicted habe. Ich bin mir nicht sicher. Es kommt auf jeden Fall ein Wechsel in Bones. Und ja, Blitzer ist da eigentlich gar nicht mal schlecht für. Denn wir haben den Spukball und der macht mit Leben Orb ziemlich guten Schaden. Und ich glaube, der hat ja auch wenig in seinem Team, was das Ding resisten kann. Von daher ein sehr, sehr starker Wechsel, den wir hier getätigt haben. Muss ich mich ja auch mal selbst loben. Ich weiß, ich weiß halt nicht mehr so genau, was hier alles passiert ist. Ja, und der Spukball gegen Nidoking dürfte eine Menge Schaden machen. Nämlich über 50%. Wir kriegen wieder den Spezialverteidigungsdrop, der jetzt hier erst einmal nicht mattert. Und wir können zu 1000% drin bleiben. Denn selbst wenn er Wahlschall ist, kann er uns nicht outspeeden, weil wir Rasanz haben. Ne? Normalerweise mit Wahlschall hätte er uns hier rausgenommen. Aber wir haben Rasanz. Und von daher kann das hier sehr wichtig gewesen sein. Da er drin geblieben ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Wahlschall Nidoking war, was eben auch viel Druck gegen uns macht. Das einzige Problem ist natürlich, dass Rai dadurch eine Menge Schaden gefressen hat, aber wir haben zumindest eine von zwei Elektroimmunitäten schon mal rausgenommen. Als nächstes muss eben noch Lanthorn fallen und wie ihr gesehen habt, war das nicht ganz so nice. Wir gehen jetzt in Brandon rein, unser physisch-defensives Pokémon, was das Turbo-Tempo von Dragoran halt relativ gut abfangen kann, dank den Überresten und so. Stehen wir recht gut da, können auch einen Reflektor aufsetzen und so weiter und so fort. Und er kann zumindest jetzt nicht in Lanthorn reingehen, wobei ich das eigentlich sogar ganz gerne hätte. Er geht in Bones rein, was nicht schlecht ist, ne, weil mit unserem Brandon können wir nicht viel machen. Aber ich drücke hier auf Toxin, was gegen Dragoran, falls es wieder mit Punusbeere gespielt wird, natürlich nichts gebracht hätte. Aber Dragoran wäre uns auch auf +1, glaube ich, noch nicht ultra gefährlich geworden. Von daher Toxin hier rauszubekommen gegen Knogger, eine ziemlich gute Sache. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibe ich drin und gehe auf den Reflektor, falls ich den Reflektor überhaupt spiele. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht genau, was auf Brandon drauf ist. Nein, bleibe ich nicht. Ich gehe raus und gehe in Toktok. Toktok ist natürlich super, um die Geistattacken abzuwehren. Aber auch Feuer sollten wir hoffentlich einigermaßen reinbekommen. Tatsächlich ist die spezielle Verteidigung hier besser. Und er legt die Tarnsteine, was ungeil ist. Wir bekommen die zwar mit Rotom weg, soweit ich weiß. Aber dennoch natürlich nicht hundertprozentig mega geil, ne? Ihr kennt das. So, Toktok geht auch direkt raus. Jetzt gehe ich in Brandon einfach rein. Nein, ich gehe in Gisela rein. Warum gehe ich in Gisela rein? Will ich Gisela... Was ist der Plan mit Gisela? Ich würde mit Gisela outspeeden. Habe ich hier einen Switch-Out wieder predicted auf Lanthorn? Macht das Sinn mit Gisela gegen Lanthorn? Mal sehen, ob wir drin bleiben. Ich bin gespannt. Ja, es kommt das Erdbeben. Und das könnte gegen Lanthorn eigentlich reichen. Und wenn ja, dann war das wieder ein ziemlich guter Wechsel, Mann. Es reicht super knapp nicht. Super knapp nicht. Aber es sollte eigentlich keine Recovery-Möglichkeit haben. Siedewasser, vielleicht tanken wir das sogar noch. Ja, knapp. Vielleicht kriegen wir keinen Burn. Ja, kriegen wir ebenfalls nicht. Läuft hier also relativ lucky für uns aktuell. Und jetzt kommt der Wechsel auf 3-Jam. Ich weiß nicht, ob ich auf eine Steinkante gegangen bin. Wäre möglich. Ich gehe auf die Tarnsteine. Ah, aber die werden mit Magiespiegel zurückgeworfen. Ist aber nicht weiter wild, weil die Tarnsteine schon liegen. Ich dachte mir, ich nutze einfach mal die Chance. Von daher sehr stark gemacht von Philipp, falls er das predicted hat. Ich glaube eher nicht. Aber Gisela hat einen hervorragenden Job gemacht. Hat Lanthorn auf eine Range bekommen, wo wir es ziemlich gut down bekommen können. Ja, und jetzt gehe ich halt wieder in mein Zäpfchen rein, denn das ist nicht so schlimm, wenn es toxiniert wird und wir können mit Käfergebrumm eben auf Dauer die spezielle Verteidigung senken. Bisher kennen wir das Gedankengut noch nicht. Mal sehen, ob er das wieder spielt. Ich weiß es nicht, könnte sehr gut sein und dann, ja. Und dann haben wir eben auch mit Zäpfchen ein großes Problem. Können aber dennoch auf einen Voltwechsel drücken, um irgendwas anderes reinzubekommen, was vielleicht ein bisschen Druck macht. Vielleicht sogar Gisela, weil Gisela könnte schneller sein als Zubiris. Kann ich mir gut vorstellen. Deswegen kommt jetzt hier der Voltwechsel, bringt Zubiris ungefähr auf die Hälfte. Wenn er jetzt auf Genesung geht, ist er halt ziemlich gut wieder fit. Und ich gehe in Gisela rein. Gisela kann zumindest nicht durch Toxin sterben. Na, wobei, nach den Tarnsteinen kann es durch Toxin sterben. Aber es kommt die Genesung, das zumindest habe ich hier richtig predicted. Die Frage ist nur, kann eine Steinkante jetzt genug Schaden machen? Wenn es ein Steinkanten-Crit wird, vielleicht. Ansonsten wird es eher schwierig. Es kommt aber tatsächlich die Auswechslung, was ich nur sehr gut finde, denn es kommt Lanthorn rein. Und wenn Lanthorn stirbt, wäre das mega wichtig. Aber wir müssen die Steinkante. Macht aber nichts, weil wir schneller sind als Lanthorn. Und jetzt geht Lanthorn aber wieder raus. Wieder in Zubiris rein. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil, keine Ahnung, was hat das gebracht?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil er jetzt wieder die Tarnsteine wegwerfen wollte. Die wollte ich unbedingt rausbekommen. Hat er wieder gut gemacht. Hat im Prinzip aber jetzt alles nicht viel gebracht, außer dass der Steinkante einmal ausgewichen ist und jetzt auch zum zweiten Mal ausgewichen ist. Und ich denke, damit sind die Hacks dann auch wieder einigermaßen ausgewichen. Zweimal ein Steinkantenmiss. Gerade gegen Lanthorn hat er hart gemeldet, weil Lanthorn rauszubekommen wäre super, super wichtig gewesen. Ja, ich gehe jetzt in Kakashi rein, weil ich natürlich jetzt auf die Set-Hypnose gehen möchte, bevor Zubiris irgendetwas machen kann, sich mit Gedankengut aufsetzen kann. Das wäre ziemlich, ziemlich mies. Von daher gehe ich, denke ich mal, auf die... Ne, ich gehe direkt auf den Schweifglanz, okay. Hab vielleicht hier auch den Wechsel erwartet auf Tentantel. Und gegen Tentantel kann ich halt nicht viel machen. Ich habe Donnerblitz und ich habe Energieball. Und das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen wollte ich das jetzt ganz gerne einschläfern mit der Set-Hypnose, damit ich mich dann eben auf plus 6 aufsetzen kann. Und dann sollte ich mit dem Donnerblitz auch ganz angenehmen Schaden machen. Dazu muss natürlich die Set-Hypnose treffen. Und Leute, die Set-Hypnose trifft. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Sie trifft und damit schläft Tentantel auf jeden Fall eine Runde safe. Kann jetzt in der Runde also nichts machen. Und eventuell wacht es auch in der nächsten erstmal noch nicht auf. So, wir können jetzt also im Prinzip auf plus 3 gehen. Da Tentantel jetzt aber schläft, ist das kleine aber feine Problem, dass wir natürlich weitere Pokémon nicht einschläfern können. Und er, stimmt, er hat sogar noch eine dritte Elektroimmunität, nämlich Bones mit dem Blitzfinger. Wir sind auf plus 3, wir könnten mit dem Energieball einigermaßen Druck machen. Aber, ja, super viel wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber wir sind auf plus 3, wir sind ein fucking Voltriant, aber wir sehen, ja, das macht nicht mal die Hälfte. Und jetzt kommt der Knochenrang. Ich hätte hier vielleicht lieber rausgehen sollen, auf Rotom zum Beispiel, hätte den Knochenrang anfangen können. Aber ich dachte mir, ja, vielleicht macht der Energieball ja doch ein bisschen mehr Schaden. Hat er nicht gemacht. Ist, denke ich, ein klarer Missplay hier von mir gewesen, da drin zu bleiben. Habe ich vielleicht den Energieball stark überschätzt. Ich glaube, ich habe auch sehr, sehr lange überlegt, aber das war, denke ich, letzten Endes nicht unbedingt der richtige Zug. Ja, jetzt kommt Rai rein und ich hoffe, dass ich auf den Spukball drücke oder vielleicht Voltwechsel wäre halt ein richtig riskanter, aber ein richtig guter Play gleichzeitig auch. Aber ich bleibe safe, gehe auf den Spukball, was okay ist, aber damit war es das eben auch mit Blitzer. Das bekommt hier einfach zu viel Damage durch Lebenhop und dann eben auch noch durch die Vergiftung. Aber zumindest haben wir ein schlafendes Tentantel vor uns, das ein bisschen angedamaged ist. Demzufolge können wir jetzt vielleicht mit dem einen oder anderen Pokémon ein bisschen Druck aufbauen. Leider haben wir aber eben auch zwei unserer starken speziellen Angreifer verloren, sodass Zäpfchen jetzt hier Druck machen muss mit der HP Fire. Wir haben die HP drauf und vielleicht macht das gegen Tentantel ja tatsächlich ein bisschen was. Tentantel wird aber zurückgerufen, was ich nicht ganz optimal fand, denn ich glaube, ich bin nicht auf Käfergebrumm gegangen. Oder bin ich auf Käfergebrumm gegangen? Nein. Ich offenbare hier die Kraftreserve und damit ist natürlich klar, wenn ich die gegen Tentantel einsetze, dann wird es die Kraftreserve Feuer sein. Demzufolge ist ihm auch klar, ja, Tentantel sollte ich da vielleicht nicht unbedingt easy peasy reinwechseln. Wir können auf den Käfergebrumm gehen, machen sehr viel Schaden. Er geht auf die Standpauke und er misst. Ich wusste nicht mal, dass Standpauke missen kann, aber ich glaube, es hat 95% Genauigkeit nur. Und damit können wir tatsächlich dieses Zubiris rausnehmen. Wieder sehr lucky, also die Hacks sind am Start, aber durchaus eben auf beiden Seiten. Ja, und jetzt kommt das Dragoran rein. Da werde ich drin bleiben müssen, dachte ich zumindest, aber ich gehe wieder raus, weil Zäpfchen scheinbar noch sehr wichtig ist. Und gehe jetzt in Brandon rein direkt, um wahrscheinlich auch Reflektor und sowas raushauen zu können. Ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Und eben auch, um gegen das Turbo-Tempo gut dazustehen. Denn wäre ich mit Voltwechsel rausgegangen, hätte ich halt vorher Turbo-Tempo gefressen. Und dann wäre ich, glaube ich, durch die Tarnsteine gestorben. Wobei ich die mit Brandon natürlich nochmal wegmachen könnte. Ist die Frage, was ich jetzt tue. Ich glaube, die Tarnsteine wegzubekommen wäre natürlich ganz cool. Aber Dragoran, das sich mit Drachentanz aufsetzt, ist erstmal eine deutlich gefährlichere Sache. Ich gehe auf den Leiteiler, hole mir dadurch einige KP zurück. Sehe, er ist auf plus 1, breche aber gleichzeitig auch die Multischuppe. Und ich denke mal fast, dass er noch nicht angreifen wird, sondern nochmal auf plus 2 hochgeht. Und das wäre okay für mich. Drachentanz kommt hier tatsächlich. Und ich muss jetzt auf den Reflektor drücken, wenn ich den Reflektor habe. Habe ich den Reflektor? Ja, habe ich. Okay, Reflektor kommt und damit ist der Drachentanz im Prinzip auch wieder negiert. Ne? Er hat wieder nur einen normalen Angriff, damit wird er gegen Rotom nicht viel machen. Und jetzt kann ich im Prinzip ein Toxin raufballern. Wahrscheinlich hat er aber die Prunusbeere, das weiß ich aber natürlich nicht, dass er die hat. Da kommt auch schon der Wutanfall und das ist gar nicht mal so schlecht. Wobei es super viel Schaden macht, weil es ein Crit ist. Wow. Normalerweise hätten wir den locker überlebt. Crit hat hier, glaube ich, sehr hart gemerdert. Und jetzt haben wir aber immer noch Tok Tok mit dem Reflektor. Tok Tok muss das jetzt hier einigermaßen gut packen. Er ist im
Wurde dann voll auf jeden Fall gelockt. Wir haben aber keinen Eistrahl, womit wir ihn easy peasy rausnehmen könnten. Deswegen muss ich hier auf eine Triplette gehen. Oder vielleicht sogar auf eine Genesung. Ich bin mir nicht sicher. Hier kommt die Verwirrung. Hat er die Prunusbeere? Ja, er spielt dieses Dragoran mit der Prunusbeere. Und mal sehen, worauf ich gegangen bin. Ich bin auf die Triplette gegangen, um hier ein bisschen Schaden zu drücken. Das wird aber niemals reichen. Never ever. Und wir sehen, ein weiterer Wutanfall hätte vielleicht reichen können. Er geht aber nochmal auf den Drachentanz. Und ich glaube, dass das insgesamt ein Fehler war, weil jetzt kann ich mich einmal komplett wieder hochheilen. Und er braucht wieder zweimal Wutanfall. Eben hätte ein Wutanfall vielleicht ganz knapp reichen können. So wird er mich mit dem nächsten Wutanfall safe nicht rausnehmen. Und ich kann nochmal eine Triplette raushauen. Und ja, mit dieser Triplette, und wir sehen sogar, es macht nicht mal die Hälfte, obwohl er nochmal auf einmal plus 1 höher gegangen ist, müssen wir halt irgendwas bekommen und wir bekommen den Burn. Es ist nicht unbedingt hexlastig, wir haben zweimal Triplette eingesetzt, dass wir da eine Statusveränderung rausbekommen, ist nicht weiter wild. Verbrennung, Paralyse, Vereisung, all das wäre okay gewesen für uns. Wir überleben hier ganz, ganz knapp mit Tok Tok. Ich weiß, dass ich, warum auch immer das jetzt wieder so viel Schaden plötzlich gemacht hat, trotz der Verbrennung, verstehe ich nicht so. Achso, weil der Reflektor aufgehört hat, ne? Genau. Reflektor und Verbrennung hat sich ausgeglichen. Freeze wäre aber auch okay gewesen. Para wäre eher so semi gewesen. Von daher, ein bisschen Glück hatten wir natürlich im richtigen Zeitpunkt, aber es ist jetzt nicht ultra, ultra, ultra hexig gewesen. So, Tok Tok überlebt wieder mit 11 KP. Ich kann mich wieder hochgenesen. Wieder triggert hier die Verbrennung. Und ihr seht, das Battle wird ultimativ knapp. Aber solange ich Porygon habe, ist hier vielleicht theoretisch noch ein bisschen was drin. So, Dragoran, greift es sich jetzt selbst an? Das wäre perfekt, dann wären wir wieder komplett fit. Nein, greift es nicht. Es geht auf Wutanfall. Wir werden wieder knapp überleben, solange es kein Crit ist. Und fallen uns mit der Genesung wieder hoch. Und stallen damit dieses Dragoran glücklicherweise aus. Es stand kurz vor einem Sweep, aber wir haben es einigermaßen hinbekommen. So, auf der Gegnerseite gibt es jetzt, glaube ich, noch Tentantel und Knoggar. Ich weiß nicht, ob noch etwas. Lantern auch noch. Und ja, Lantern kommt jetzt rein und Lantern ist mir ziemlich klar, dass es Toxin drücken will. Aber ich brauche unbedingt mein Voltula noch, um eben die Kraftreserve vorher gegen Tentantel raushauen zu können. Das ist ultimativ wichtig, weil mit Tok Tok haben wir Psychokinese und Triplette. Da machen wir gar nichts, es sei denn, wir freezen es ein oder so. Aber ja, naja. Demzufolge können wir hier Lantern rausnehmen. Ich bin auch auf Psychokinese gegangen, falls er auf Knoggar wechselt oder so und die Triplette abfangen will. Und jetzt geht er in Tentantel rein, um wahrscheinlich aufzuwachen in aller Ruhe. Er weiß, dass wir nichts mehr haben. Er hat, glaube ich, alle Moves gesehen. Genesung, Triplette, Psychokinese und so weiter. Deswegen wäre vielleicht Triplette auch der bessere Move gewesen. Dann hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr Angst gehabt. Und wir müssen jetzt in Zäpfchen reingehen und hoffen, dass er weiter schläft. Und er schläft weiter eine Runde. Das heißt, wir können gleich auf die HP Fire im Prinzip gehen. Theoretisch kann er aber eben auch auf Knoggar gehen. Und er geht auf Knoggar. Switcht es hier rein und würde damit natürlich unsere HP Fire wunderbar abwehren. Und ich gehe auch auf die HP Fire. Drücke sie. Und damit machen wir ein bisschen Schaden plus ein bisschen Toxinschaden. Und jetzt passiert etwas, was euch vielleicht verwundern wird. Die Zeit ist abgelaufen. Der Kampf wird beendet. Tatsächlich ging dieser Kampf über eine Stunde und er endet hier einfach, weil, ja, I don't know, die Zeit war einfach um, eine komplette Stunde war um. So, jetzt standen wir in einer Situation, wo ich sagte, okay, es ist relativ ausgeglichen, ich glaube, beide haben ganz solide Chancen, das Ding noch zu reißen, je nachdem, was kommt. Und wir haben dann besprochen, was wir gerade eingegeben haben, beziehungsweise was wir gemacht hätten. Und er wäre auf den Schattenknochen gegangen und ich wäre auf Porygon 2 gegangen. Soweit, so gut. Das heißt, ich hätte den Schattenknochen immunisiert und er hätte weiteren Burn-Schaden bekommen. Das heißt, wir wären erstmal safe mit Porygon reingekommen. Und dann ist natürlich die Sache, wir waren toxiniert, hätten also ein bisschen Toxinschaden bekommen, hätten ein bisschen Tarnschein-Schaden bekommen. Dann ist die Sache, nimmt er mich mit dem Flammenblitz raus oder nicht? Ich glaube, Porygon hätte überleben können. Vielleicht. Dennoch wären wir toxiniert gewesen und so, ne? Und dann wäre es halt schon ein bisschen kniffliger geworden insgesamt, das auf Dauer zu überleben. Dann hätte ich gegen Tentantel ja auch nicht mehr viel machen können und wäre irgendwann einfach gestorben. So haben wir das erstmal rekonstruiert. Das heißt, wir haben einfach gesagt, Knoggar ist safe down. Na klar, ne? Wegen der Verbrennung und wegen Rückstoß und so weiter wird es sterben. Und Porygon geht sehr, sehr, sehr wahrscheinlich down. Deswegen haben wir die beide weggeknackt.
und haben einfach gesagt, okay, lass nochmal Tentantel gegen Voltula machen und gucken, wie viel macht meine HP Fire gegen dieses Tentantel. Gucken wir uns das einfach mal in aller Ruhe an. Wenn wir, ich weiß nicht genau, was wir gesagt haben, wenn es ungefähr 75% macht oder so, dann habe ich gewonnen. Wenn es nicht 75% macht, dann hat er gewonnen. Weil dann, er wäre jetzt sehr wahrscheinlich aus dem Schlaf aufgewacht, ne? Und hätte uns dann, wenn er nicht sogar schon aus dem Schlaf aufgewacht war, bin ich mir gar nicht sicher. Aber ja, und deswegen müssen wir eben hoffen, dass eine doppelt sehr effektive Feuerattacke, eine Kraftreserve gegen Tentantel krassen Schaden macht. Und genau diesen Kampf oder diesen Kampfabschnitt gucken wir uns jetzt nochmal an. Zäpfchen gegen Tentantel, das Signature-Pokémon von Blocky gegen das Signature-Pokémon von mir. Auch sehr interessant. Ja, und jetzt hieß es Daumen drücken, dass Zäpfchen genug Schaden mit einer HP Fire macht. Denn ich hätte noch einmal reinwechseln können. Mit einem KP hätte ich nochmal reinkommen können. Und demzufolge ist egal, was er drückt, Egelsamen, Viroball oder so, egal wie viel das abzieht, er hätte mich auf jeden Fall safe rausnehmen können. Und ich drücke auf die HP Fire und wir sehen, es macht nicht mal die Hälfte. Er kann auf Samenbomben gehen und nimmt mich raus. Ja, vielleicht hätte er mit irgendwas missen können oder so, dass wir zweimal die HP Fire rausbekommen hätten können, aber das ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich und deswegen haben wir gesagt, okay, stellen wir das Ganze eben so einigermaßen nach. Und damit gewinnt Philipp mehr oder weniger. Ich hätte das auch als unentschieden werten können oder dies, das, jenes. Aber meines Erachtens war das einfach ein so starker Kampf auf beiden Seiten. Er hat zum Beispiel oft sein Zubiris reingewechselt, um die Tarnsteine wieder zurückzuwerfen und so weiter und so fort. Das war einfach meines Erachtens ein Duell auf sehr, sehr hohem Niveau und ein sehr, sehr spannendes Duell. Auch ich habe gute Predictions gemacht und deswegen habe ich mir einfach gesagt, okay, das werde ich jetzt nicht als unentschieden oder als Niederlage, weil der Kampf war noch nicht entschieden. Auch wenn die Stunde rum war, der Kampf war nicht entschieden. Das war kein richtiges Unentschieden. Wir simulieren das und daher, selbst wenn ich durch kleine Eventualitäten das Ding noch hätte gewinnen können, Porygon hätte überleben können, Attacken gegen Zäpfchen hätten daneben gehen können, wenn Samenbomben eine Misschance hat, ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht hat es auch 100% Genauigkeit, dann hätte das natürlich safe getroffen. Und dann hätte Porygon eventuell überleben können und eventuell gegen Tentantel was mit Triplette machen können, ne? Hätte was bringen können, so Para oder Freeze, dann hätte Voltula das Ding vielleicht reißen können. Ja, aber hätte, meines Erachtens ist es wahrscheinlicher gewesen, dass Philipp das Ding gewinnt und deswegen entscheide ich hier auch. Philipp bekommt mein Abzeichen und damit herzlichen Glückwunsch zum Elektroabzeichen. Herzlichen Glückwunsch, damit erneut herzlichen Glückwunsch zum Abzeichen Nummer 4. Zweimal hast du die Top 4 besiegt, einmal bist du am Champ gescheitert und morgen, Leute, beziehungsweise weiß ich nicht, ob es morgen, aber wahrscheinlich morgen, wird es dann weitergehen gegen mit dem letzten, allerletzten Kampf von Philipp im AB2, sofern er nicht gewinnt. Wenn er gewinnt, dann ist er natürlich Champ und dann geht's noch weiter. Aber wenn er verliert, dann war's das. Logischerweise für ihn, denn es ist sein dritter Run. Aber wir werden nochmal einen richtig, richtig krassen Kampf sehen, denke ich. Denn Philipp hat ein super, super solides Team, sowohl offensiv als auch defensiv stark. Und mal sehen, was Hudel dagegen machen wird. Beziehungsweise auch andersrum, ne? Wie die ihre defensiven überwinden können. Ich glaube, das wird ein sehr kompetitives Duell, ein sehr cooles Duell. Ich freue mich sehr drauf. Wir sehen uns. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Falls ihr die live kommentierte Version noch nicht gesehen habt, guckt euch die unbedingt an, Leute. Und ja, dann soll es das gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.